Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video im Rahmen meiner Themenwoche mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein. Und auf dieses Thema hat mich meine Freundin Carla Grün gebracht. Wer mir schon länger folgt, der kennt Carla Grün, die wundervolle Autorin so wundervoller Erotikromane, die ich wirklich sehr gerne mag. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt von ihrem Sohn, der unglaublich talentiert ist, unglaublich viele Sachen in seinem jungen Leben bereits erreicht hat. Und sie selbst hat das Gefühl, sie kann niemandem davon erzählen, weil sie mit ihrem Kind angibt. Dass es da Freundinnen gibt, die das schon nicht mehr hören können, die kein weiteres Foto davon sehen können, wie er wieder auf irgendeinem Treppchen steht, wieder irgendeinen neuen Preis gewonnen hat. Dass sie das einfach nicht mehr hören können, nicht mehr hören wollen. Und sie dann schon in ihrer Euphorie, wenn da irgendwas Tolles passiert ist und du bist euphorisch und du möchtest der Welt davon erzählen, erstmal innehält und denkt, wem kannst du dem das denn noch erzählen? Wer möchte sich denn das noch anhören? Wer urteilt denn nicht und sagt, du möchtest doch nur mit deinem Kind angeben? Und darüber wollte ich so ein bisschen sprechen, weil mich das unglaublich schockiert hat, dass sie da so diese Begrenzungen in ihrem Kopf hat. Weil, wenn dein Kind erfolgreich ist, talentiert ist, wenn du stolz auf dein Kind bist, dann darfst du das nach außen tragen und von mir aus jeden Tag. Das ist nämlich etwas Wundervolles. Unser Kind bemerkt das natürlich, wenn wir stolz sind und wenn wir das anderen Menschen erzählen. Das stärkt das Selbstvertrauen unseres Kindes. Und unser Kind lernt auch, ich darf das auch nach außen tragen. Ich darf nach außen mitteilen, von meinen Erfolgen erzählen, darf davon erzählen, was ich schon alles erreicht habe. Und das hat nichts mit Angeben zu tun. Das ist ein Zeichen von einem Menschen, der großes Selbstvertrauen in sich selbst hat, der selbstbewusst ist. Warum sind wir in unserer Gesellschaft sofort darauf gepolt, der will ja nur angeben? Nein, er erzählt einfach, auf was er stolz sein kann. Und das tun wir viel zu wenig. Wir erzählen doch nur, was doof läuft in unserem Leben und beschweren uns vielleicht. Ja, holen uns vielleicht so ein bisschen Mitleid ab. Aber wenn etwas Positives passiert, wenn wir stolz auf etwas sein können, wenn wir etwas erreicht haben, dann erzählen wir das nicht, weil wir die Angst haben, die Leute verurteilen uns und denken, wir wollen doch nur angeben. Und es ist egal, ob wir was von uns erzählen möchten oder ob wir dabei über unsere Kinder sprechen. Es ist bei uns in unseren Köpfen eigentlich immer dasselbe. Aber auch an diesem Punkt wieder, nehmt euch eure Kinder als größten Motivator, das zu verändern. Wenn eure Kinder bemerken, dass ihr selbstbewusst und voller Selbstvertrauen erzählen könnt, was ihr schon alles erreicht habt, auf was ihr stolz seid oder was eure Kinder schon alles erreicht haben und wie stolz ihr auf die seid, dann sehen sie euch als Vorbild, werden das kopieren und werden dadurch selbstbewusste Menschen, die voller Selbstvertrauen sind und so durchs Leben gehen. Und das ist es ja, was wir wollen. Das ist für mich immer der größte Punkt, um Dinge in meinem Leben zu ändern, weil ich meine Kinder dahingehend erziehen möchte, dass sie selbstbewusst sind, dass sie Selbstvertrauen haben und dafür muss ich das entsprechende Vorbild sein. Wenn ich das nicht vorlebe, bringt es alles nichts. Ich muss das vorleben und das ist wieder so ein erster wichtiger Schritt. Du darfst und du musst auch erzählen, wenn du stolz auf dich bist oder wenn du stolz auf deine Kinder bist. Und das möchte ich euch heute auf den Weg geben. Erzählt davon, wenn irgendwas Tolles in eurem Leben passiert ist. Und habt nicht gleich im Kopf, dass irgendjemand von euch denkt, derjenige will doch nur angeben. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die euch bedingungslos lieben. Und die sich sowas gerne von euch anhören. Die gerne Teil daran haben, wenn etwas Positives, Schönes in eurem Leben passiert. Und die sich das gerne auch täglich anhören. Und es gibt die Menschen, die in eurem Leben sind und die dann über euch urteilen. Die vielleicht sagen, der will doch nur angeben. Das sind aber Menschen, die ihr nicht braucht. Die könnt ihr aus eurem Leben entfernen. Solche Menschen braucht ihr nicht. Und die Meinung dieser Menschen hat euch auch nicht zu interessieren. Wichtig ist nur die Meinung der Menschen hier, die euch bedingungslos lieben, denen ihr alles erzählen könnt. Die Meinung ist euch wichtig. Und die Meinung der Menschen hier, die über euch urteilen, die vielleicht sagen, ihr wollt nur angeben, die interessiert euch nicht. Das sind nämlich Menschen, die ihr in eurem Leben einfach nicht braucht. Und das ist die Message, die ich euch heute mit auf den Weg geben möchte.
Seid stolz auf das, was ihr und eure Kinder geleistet habt und erzählt davon. Erzählt der Welt davon. Unbedingt. Erzählt nicht nur von den ganzen negativen Sachen, die so passieren, sondern erzählt vor allen Dingen von diesen positiven Dingen. Und habt nicht im Hinterkopf, dass euer Gegenüber denkt, ihr wollt doch nur angeben. Weil das ist nicht so. Das ist etwas, das muss sich in unserer Gesellschaft verändern. Unbedingt. Wenn sich so etwas verändern soll, dann müsst ihr den ersten Schritt dafür tun. Wenn niemand anfängt, dann wird es sich auch nicht verändern. Und ich möchte euch jetzt einladen, mir in den Kommentaren von etwas zu erzählen, auf das ihr stolz sein könnt. Egal, ob es jetzt etwas ist, was ihr selber erreicht habt oder ob es etwas ist, was eure Kinder erreicht haben. Schreibt mir bitte einen Kommentar jetzt sofort, auf was du stolz bist. Das würde mir unglaublich viel bedeuten, weil das ist so dieser erste Schritt. Und darauf freue ich mich jetzt sehr, das von euch lesen zu können. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn euch das Thema mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein, weiter interessiert, ihr da noch mehr in die Tiefe gehen wollt, dann schaut euch gerne mal meinen Audiokurs an, den ihr jetzt unten in der Infobox verlinkt findet. Und ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Input, der im Laufe der Woche jetzt noch folgen wird auf den verschiedenen Kanälen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!